Wer unsere Smoothie Bowls noch nicht probiert hat oder dringend Nachschub braucht, der bekommt jetzt für kurze Zeit mit dem Gutschein BOWL10, blende ich hier mal ein, 10% Rabatt auf unsere Smoothie Bowls, genau genommen das 5er Bundle. Unter allen Bestellungen, die den Gutscheincode BOWL10 benutzen, verlosen wir zusätzlich einen Angel Juicer. Das ist der beste Entsafter im Wert von 1.200 Euro, komplett aus Edelstahl. Näheres dazu in der Infobox. Viel Glück und guten Appetit vor allen Dingen auch. Einfach bestellen und diese automatisch beim Gewinnspiel dabei. Jetzt geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin Patrick Strohbach und so heute ist das Thema Vitamin C. Und Vitamin C wird wirklich abundant benutzt, ja, in großen Mengen, ja, aber in oftmals absent der Kofaktoren, die notwendig sind, um den gewünschten Effekt zu erzielen, den man haben möchte. Und damit entwickeln Menschen eine Aversion gegenüber Vitamin C, obwohl mit den verschiedenen Kofaktoren ist es wirklich ein Segen. Und die habe ich für euch in diesem Video vorbereitet. Wir gehen heute zusammen durch, welche Formen gibt es von Vitamin C. Ja, ihr kennt einige und welche sind am besten verfügbar für den Körper. Vor allen Dingen auch Vitamin C und das Immunsystem und ganz wichtig, die wichtigen Kofaktoren, die so auf YouTube noch nicht beschrieben worden sind, ja, und die vielleicht euch dazu verleiten, die Aversion gegenüber Vitamin C doch abzulegen und vor allen Dingen auch noch Studien zu Vitamin C, ja, denn das Ganze möchte ich natürlich auch noch wissenschaftlich belegen halt, ja. Wir fangen an. Es gibt genau genommen zwei wichtige Formen von Vitamin C. Die sehen wir einmal hier. Wir haben einmal ein Vitamin C-Molekül, welches reduziert ist und oxidiert ist. Was bedeutet das? Wir kennen Vitamin C als Radikalfänger, als Antioxidant. Das heißt, es hat die Fähigkeit, Oxidantien, das heißt Radikale, zu neutralisieren. Wir sehen hier die reduzierte Form. Der Unterschied zur rechten und zur linken Form, ja, ist, dass das reduzierte Vitamin C Elektronen hat. Und Elektronen machen das Vitamin C fähig, Radikale zu puffern. Das oxidierte Vitamin C hat keine Elektronen mehr und hat die Fähigkeit deshalb temporär nicht mehr Radikale zu puffern. Was bedeutet das jetzt genau? Ich habe euch hier einen Radikalexkurs in ganz einfacher Form einmal dargeboten. Wir sehen einmal ein stabiles Molekül. Was fällt uns auf bei diesem stabilen Molekül, außer dass es lächelt? Wir sehen hier, es hat Elektronpaare. Jedes Elektron ist gepaart und damit ist es glücklich. Das fängt schon an, wenn wir einen Partner haben, sind wir glücklich. In der Schule müssen wir in Zweierreihen laufen und so weiter, halt, dann sind die Kinder auch glücklich. Genauso müsst ihr euch das vorstellen. Wir sehen aber auch drunter das Radikal und das ist nicht so glücklich, denn das hat ein ungepaartes Elektron. Und damit das Radikal glücklich ist, klaut es sich ein Elektron von einem stabilen Molekül und macht das stabile Molekül instabil. Und so funktionieren Radikale. Und wie ihr seht, wenn dieses stabile Molekül, zum Beispiel jetzt ein DNA-Fragment von dir wäre, zum Beispiel Adenin, Thymin, wie auch immer halt die Basenpaare, dann kann Folgendes passieren, dass die DNA an dieser Stelle ihre Funktion verliert und damit auch die Übertragung quasi von Informationen bei der Zellteilung verloren gehen und dadurch kann eine Entartung passieren und das heißt Krebs. Also ihr seht, das ist ziemlich ernst zu nehmen. Und das Schöne ist, das Antioxidans hat Folgendes, das ist ziemlich reich, ja, denn es hat nicht nur gepaarte Elektronen, sondern es hat auch noch ein überschüssiges Elektron, einzelnes, was es abgeben kann. Und damit passen Antioxidantien und Radikale perfekt zusammen. Radikale suchen Elektronen und Antioxidantien haben ein überschüssiges und können es so gesehen puffern. Hier nochmal alle Arten von Vitamin C ganz kurz. Das erste, das dritte und das fünfte sind sehr wichtig. Wir sehen ganz vorne, das ist die Ascorbinsäure. In der Mitte ist das gepufferte Ascorbat. Und das gepufferte Ascorbat und Ascorbinsäure können beide sehr gut Elektronen spenden und unterscheiden sich nicht. Nur, dass die Ascorbinsäure sauer ist, indem es noch Wasserstoffe hat. Ansonsten haben die beide die gleichen Elektronenanzahlen, 4 Stück, die sie abgeben können. Ja? Und ganz am Ende, an 5. Stelle, sehen wir das Oxidierte. Das hat keine Elektronen mehr. Die Elektronen sehen wir auch im Ascorbat an dieser Linie halt. Das ist immer ein Elektronenpaar, das Zeichen in der Chemie. Warum erzähle ich euch das überhaupt alles? Was hat das für eine Relevanz auf deine Immunantwort halt? Ja? So. Und das passiert jetzt genau genommen so. Wenn eine Immunzelle, ja, von dir, genau genommen ein neutrophiler Granulozyt, trifft auf einen Erreger, auf ein Virus, Bakterium, Pilz oder wie auch immer halt, der beseitigt werden muss, dann passiert Folgendes. Dieser Erreger wird in ein sogenanntes, ja, Phagosomen gezogen. Ja? Das ist so eine Einstülpung, die sehen wir hier einmal. Und dort drinne wird dieser Erreger eliminiert. Ja? Das ist wie, als wenn jemand quasi vorbeiläuft in so einer dunklen Gasse und der wird dann so reingezogen halt einfach so, ja, in diese dunkle Gasse. Und dort wird der Erreger eliminiert. Und wie macht er das? Jetzt Punkt Nummer 1, erster Kofaktor, warum
Vitamin C so wichtig ist mit, in Kombination mit Sauerstoff. Wir sehen hier, in der ersten Reaktion brauchen wir Sauerstoff. Dein Körper braucht Sauerstoff, um Erreger zu eliminieren. Ganz oben das Sauerstoff, ja, das wird dann dementsprechend weiterverarbeitet zu einem Radikal, ja, mit NADPH. Und danach wird daraus mit Superoxidismutase Wasserstoffperoxid und daraus wird dann die Säure, die hypochlorische Säure. Und das, wir sehen auch gleichzeitig im Vorgang hier bei Wasserstoffperoxid, dass unter anderem auch Hydroxidradikale entstehen und vor allen Dingen Eisen, ne? Zweiwertiges und dreiwertiges. Das Entscheidende ist aber, dass dein Körper benötigt Radikale und Säure, um andere Erreger zu töten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Dein Körper produziert Radikale, wo wir gerade gelernt haben, die sind ja schlecht. Aber er produziert sie in einem sehr abgespeckten Raum, ja, von der Außenwelt quasi abgeschotteten Raum, um dort ganz explizit Erreger damit zu töten. Das Entscheidende ist aber das, wenn dein Körper das tut, dann zeige ich euch das nochmal ganz genauestens, wie das jetzt vonstatten geht. Also wir sehen als allererstes hier die Zelle, ja, und wir sehen da, das ist der Phagozyt, ja. So, diese wird aufgenommen, ja, das Bakterium oder Virus oder wie auch immer halt, ja. So, dann wird es getötet, wie in dem Prozess, den wir gerade gelernt haben, durch Radikale. Und dann im Zellinneren ist das quasi in einem Phagosomen quasi umschlossen, der Erreger. Und was machen wir jetzt mit dem? Wir haben in der Zelle Lysosomen. Und Lysosomen sind kleine Hohlräume, ja, die Enzyme enthalten, die spalten können. So, und dann wird das Phagosom mit dem Lysosom verschmelzen zu einem Phagolysosom und der Erreger wird quasi aufgelöst durch die Enzyme. Und dann wird das Ganze freigesetzt. Ja, das ist der Vorgang. So, das Entscheidende ist aber jetzt das. Wenn wir uns diesen Vorgang einmal hier genauestens ansehen, ja, dann sehen wir normalerweise, deine Immunzellen sind auch im Blut. Diese verlassen das Blut, ja, das nennt man Chemotaxis, den Vorgang halt auch, in die Lymphe. Warum Lymphe? Wir haben Lymphknoten, ja. Wir haben Lymphknoten hier, wir haben Lymphknoten hier, ja. So, ganz wichtig, wir haben Lymphknoten hier, wir haben Lymphknoten hier. Und in der Lymphe, ja, sind die Erregerlasten sehr, sehr hoch. Deshalb haben wir da auch die Lymphknoten. Da haben wir eine sehr hohe Konzentration von weißen Blutkörperchen. Wir sehen auch den zweiten Schritt, dann dementsprechend ist der Erreger in der Phagozytose, wird er aufgegessen und dann wird er quasi durch Radikale auch gekillt, haben wir gerade auch schon gelernt. Und dann macht die Zelle eine Folgendes, sie tötet sich selbst. Wenn sie den Erreger gefressen hat, tötet sie sich selbst. Und das ist übrigens auch der grüne Schleim, den ihr zum Beispiel bei Bakterien seht. Die Zellen von dir, die sich selbst getötet haben, die einen Erreger gefressen haben. Das Entscheidende ist aber jetzt das, diese Zelle, die sich selbst zerstört hat, wird von anderen Zellen von dir gefressen. Und das sind die Fresszellen, die Makrophagen. Und dieser Vorgang nennt man Apoptose, der programmierte Zelltod. Denn diese Fragmente, die dabei entstehen, kann der Körper wieder nutzen, um neues Material aufzubauen. Dieser Vorgang ist Vitamin C abhängig, ganz, ganz wichtig, ja, die Phagozytose, blende ich hier einmal ein. Des Weiteren, wenn das nicht passiert, du nicht genügend Vitamin C hast, wird die Zelle sich nicht selbst zerstören mit Apoptose, dem programmierten Zelltod, sondern sie wird Nekrose einleiten, das heißt, sie wird sterben. Und wenn das passiert, beim Sterben, ja, wenn zum Beispiel Fragmente aus den Mitochondrien außerhalb der Zelle gelangen, führt das zu Entzündungen bei uns im Körper. Ja? Tumornekrosefaktor Alpha zum Beispiel. Ja? Entzündungswerte gehen dann einfach hoch. Und das wollen wir einfach nicht haben. Das Entscheidende ist aber jetzt das hier, was wir oben gesehen haben, dass normalerweise die Zellen ein Mikromol Vitamin C akkumulieren, ja, über sogenannte Transporter, die heißen SVCT2-Transporter. Und das Entscheidende ist das, die Zelle kann aber auch 10-mal mehr Vitamin C akkumulieren, aber wir sehen hier das DHA, das verbrauchte Vitamin C, das oxidierte Vitamin C. Wir haben doch gerade gelernt, oxidiertes Vitamin C kann doch gar keine Antioxidantien mehr puffern. Warum nimmt deine Zelle 10-mal mehr von diesem oxidierten Vitamin C auf? Als allererstes müssen wir klären, warum nimmt die Immunzellen sowieso Vitamin C auf? Sie zerstört Erreger mit Radikalen. Also muss sie sich quasi einen Handschuh anziehen, das heißt sehr viele Antioxidantien akkumulieren, damit sie sich selbst nicht dabei verbrennt, wie sie andere Erreger tötet. Das macht deine Zelle, indem sie verbrauchtes Vitamin C nimmt, weil das ist nicht transporterabhängig und davon gibt es viel, viel mehr. Deine Zelle macht das, weil sie die Voraussetzung hat. Jetzt kommt was ganz wichtig, jetzt kommt der Kofaktor. Herzlichen Glückwunsch, dass du bis dahin dran geblieben bist. Weil sie inneren Zellen quasi in sich Glutathion trägt. Und wir sehen einmal hier diesen Kreislauf, Vitamin C, das Oxidierte, wird wieder reduziert, das heißt wieder regeneriert, durch Glutathion. Ganz einfach GSH und wird zu GSSG. Dabei wird Glutathion oxidiert und das Vitamin C wird quasi reduziert, das heißt wieder aktiviert. Das heißt, deine Zelle nimmt zwar sehr viel Vitamin C auf, was verbraucht ist, regeneriert es aber im Inneren wieder mit dem Glutathion, was sie hat. Von daher ist Glutathion und Vitamin C die beste Kombination zusammen mit viel Sauerstoff, die du haben kannst, um Erreger zu eliminieren an dieser Stelle. Ganz wichtig, ich wiederhole nochmal. Die Zelle braucht Vitamin C, um sich zu schützen vor den Radikalen, die sie selbst herstellt, um andere Erreger zu töten. Dafür braucht sie aber Glutathion, um immer wieder das Vitamin C zu regenerieren.
Und vor allen Dingen Sauerstoff brauchst du, um Erreger zu töten. Vitamin C ist ein Bestandteil unter anderem von Immunzellen, sagt man hier sogar. Vitamin C ist sehr wichtig beim Aufbau von Lipiden, von Fetten, von Selen, von Vitamin A, von Vitamin E, die alle wichtig sind in der Immunantwort. Und vor allen Dingen sehr wichtig für den Vorgang der Phagozytose, den wir gerade gelernt haben, um Erreger zu verschlingen und aufzuessen. Ja? Sehen wir hier auch in dieser Studie. Eine weitere Studie, ja, eine renommierte Studie, Cochrane-Studie, wo unabhängige Wissenschaftler quasi Studienlage bewertet haben. So, und die Konklusion dieser Studie war, die Dauer der Erkältung bei Erwachsenen wurde um 8% und bei Kindern um 14% verkürzt. Bei Kindern verkürzten 1000 bis 2000, bei Kindern, ja. Was ist denn erst bei uns Erwachsenen, ja? Also 1000 bis 2000 Milligramm pro Tag Vitamin C, die Erkältungsdauer um 18%. Die DGE empfiehlt aber nur 110, das ist jenseits von Gut und Böse. Auch der Schweregrad der Erkrankung wurde durch die regelmäßige Einnahme von Vitamin C verringert, ja. Wir sehen hier die Verringerungsdauer also circa fast 20%, das heißt mal ganz platt gesagt von 10 Tage auf 8 Tage quasi Senkung. Das ist schon sehr signifikant. Kommen wir zum letzten Beispiel, die Bioverfügbarkeit. Und normalerweise ist es so, 220 Mikromol pro Liter kann nicht überstiegen werden, egal wie viel du einnimmst, weil es wasserlöslich ist und an bestimmte Transporter gebunden ist. Wenn die besetzt sind, dann kannst du halt nicht mehr aufnehmen. Wir sehen aber hier bei einer anderen Studie, wurde 10 Gramm Vitamin C gegeben, genau genommen Ascorbat und Liposomales. Und wir sehen hier, wir haben nur ca. 170 haben wir erreicht mit 10 Gramm Ascorbat oral eingenommen bei Menschen. Aber liposomal sehen wir hier einen Wert von ca. 300. Das heißt, Liposomen sind Fragmente, die so aufgebaut sind wie eine Zellmembran und den Wirkstoff Vitamin C quasi fettlöslich machen. Und der kann perfekt mit einer Zellmembran verschmelzen, denn Liposomen und Zellmembran sind gleich aufgebaut. Ja? So, wir sehen auch ebenfalls bei unserer Studie, ja, bei PuraCell, dass wir ca. einen anderen Wert haben, wir haben Milligramm pro Deziliter. 0,7 haben wir quasi erreicht nach ca. 350 Minuten. Ja, wir haben verschiedene Messungen gehabt, 3 Messungen, ja, bei normaler oraler Gabe von Vitamin C. Bei uns ist aber ein Wert von ca. 2,2 rausgekommen. Das heißt, mehr als dreimal so viel war die Konzentration, die Blutkonzentration durch liposomales Vitamin C. Das wäre in der anderen Abbildung hier, unser Wert wäre ca. bei Wert von 550 oder sowas halt. Das sage ich so, weil die Liposomen, die hier benutzt worden sind, in der anderen Studie fast 200 Nanometer groß sind. Da habe ich ebenfalls ein Bild angehängt und unsere haben 120 Nanometer groß und daher fast doppelt so gut einfach. Ne? Der Unterschied nochmal zwischen synthetisch und nicht synthetisch. Im Gegensatz dazu haben alle vergleichbaren Steady-State-Bioverfügbarkeitsstudien am Menschen keine Unterschiede zwischen synthetischen und natürlichen Vitamin C gezeigt, unabhängig von der Probandenpopulation, dem Studiendesign oder der verwendeten Intervention. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich hat eine Frucht oder ein Gemüse, wie auch immer, halt sekundäre Pflanzenstoffe, Minerale und Vitamine. Das ist natürlich hochwertiger. Wenn es aber rein um die Ascorbinsäure, genau genommen das Ascorbat auch geht, ist es egal, die sind chemisch nicht zu unterscheiden, ja. Das zeigen auch die Studien in dem Fall hier, dass es keinen Unterschied darüber gab, ja. Das habe ich mich auch selbst neu bilden müssen. Doch haben überhaupt so große Mengen einen wirklichen Nutzen, ja. Und auch dazu habe ich Studien rausgesucht, natürlich hier auch wieder mit Probanden. 3 Gramm intravenös, das ist noch heftiger als liposomal, ja. Wobei liposomal natürlich schon sehr, sehr stark ist. 559 Patienten wurden in der Studie aufgenommen und analysiert. 91 von ihnen waren Opfer eines Traumatas. Das relative Risiko einer pulmonalen Morbidität, das heißt einer Lungenerkrankung quasi, lag bei 0,81. Ja? Das heißt 19% bei Patienten geringer, die eine Antioxidantienergänzung erhielten. Die Wahrscheinlichkeit eines multiples Organversagen war bei Patienten, die Antioxidantien erhielten, mit einem relativen Risiko von 0,43. Das heißt 57%, da deutlich geringer als bei Patienten, die eine Standardbehandlung erhielten. Bei den Patienten, die nach Zufallsprinzip mit Antioxidantien versorgt wurden, war auch die Dauer der mechanischen Beatmung und die Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation kürzer. Und noch eine andere Studie mit sogar 6 Gramm intravenös, 4-mal am Tag. Ja? Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die frühzeitige Gabe von intravenösem Vitamin C zusammen mit Corticosteroiden und Thiamin, also Vitamin B1, eine fortschreitende Organfunktionsstörung einschließlich akuter Nierenschäden verhindern und Sterblichkeit von Patienten mit schweren Sepsis, also sepsischen Schock, verringern kann. Weitere Studien sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Ja? Das war's vom Video. Ich mache nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung für euch. Ihr konntet sicherlich sehr, sehr viel lernen. Also, es gibt 2 Formen von Vitamin C, die oxidierte und die reduzierte. Die eine kann Elektronen spenden, die andere nicht. Die eine ist noch ein Antioxidant, die andere nicht. Neutrophile Immunzellen akkumulieren bis zu 10-mal mehr Vitamin C bei Infekten. Immunzellen haben die Fähigkeit, auch oxidiertes Vitamin C aufzunehmen, 10-mal mehr. Das macht aber nur Sinn, wenn ihr genügend Glutathion in euch habt. Und ganz wichtig, Glutathion ist oral nicht aufnehmbar. Man kann es nur liposomal aufnehmen, das sehen wir in dieser Studie hier. Wir haben ebenfalls eine Studie dazu gemacht, dass normales Glutathion so nicht aufgenommen werden kann, sondern nur liposomal. Und das Entscheidende ist das,
dass es ein Tripeptid ist und eine Magensäure sonst zersetzt werden würde. Ja? Also das ist eine sehr, sehr starke Kombination. Glutathion hilft den Immunzellen, oxidiertes Vitamin C wieder zu regenerieren. Immunzellen brauchen Vitamin C, um sich zu schützen vor den Radikalen, die sie selbst herstellen im Prozess Oxidative Burst Reaction, um andere Erreger wie Viren, Bakterien und Co. zu eliminieren. Vitamin C verhindert nicht direkt eine Infektion, aber verkürzt sie bis zu 18% im Durchschnitt laut Studie. Liposomales Vitamin C ist nicht mehr wasserlöslich und führt zu deutlich höheren Blutspiegeln, ja, als herkömmliches Vitamin C. Oral, danach liposomal, danach intravenös. So ist die Reihenfolge. Intravenöse Spiegel von Vitamin C zeigen selbst in hohen Dosen gute Effekte in klinischen Studien bei bestimmten Krankheitsbildern. Weniger ist nicht immer mehr. Unterstützen könnt ihr mich sehr gerne auf purazell.de. Da findet ihr ebenfalls auch liposomales Glutathion und Vitamin C. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal wieder reinklicken. Gerne einen Kommentar. Ich lese jeden Kommentar. Und bis gleich auf purazell.de. Ich sage tschüss.